Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich gut aussehende mediterrane Lammkeule im Pita-Brötchen mit allem drum und dran. Also bleibt dran, Zeit den Grill anzuschmeißen. Ist es nicht herrlich, der Sommer ist wieder da. Zeit also die Samstage mit ganztäglichen Projekten zu verbringen, so wie heute. Wir machen heute eine mediterrane Lammkeule mit allem Pipapo. Wir starten mit den Pita-Broten. Hier habe ich mir meinen Thermomix zurechtgestellt, in den geben wir Wasser, Milch, Hefe und Zucker. Die genauen Mengenangaben schreibe ich natürlich wie immer in die Videobeschreibung. Dort findet ihr auch jede Menge Tipps und Tricks und weitere nützliche Links. Würde mich also freuen, wenn ihr da mal durchguckt. Wir starten auf Stufe 2, 37 Grad, kneten den Teig einmal so und heizen die Hefe vor, dass sie aktiviert wird. Dann geben wir Mehl hinzu. Ich habe hier keinen speziellen Faible für irgendeine Mehlsorte, in dem Fall ganz stinknormales Mehl. Dann lassen wir das erstmal eine Runde kneten, 3 Minuten. Wenn ihr keinen Thermomix habt, könnt ihr das ganz genauso machen mit einer anderen Knet- und Küchenmaschine oder mit eurem Handrührgerät. Dann kommt etwas Salz hinzu und Olivenöl. Wenn das Olivenöl drin ist, dann wird das Ganze noch einmal geknetet und zwar für 7 Minuten. Und fertig ist ein hoffentlich geschmeidiger Pita-Teig. So sieht die Konsistenz aus, gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Jetzt stellen wir das Ganze beiseite und lassen es gehen. Diese Pita-Brote brauchen schon eine gewisse Vorbereitungszeit. Aber wenn man das Ganze im Vorfeld vernünftig einplant, lässt es sich gerade bei so einem großen Stück Fleisch wie eine Lammkeule doch eigentlich bequem in den ganztäglichen Arbeitsablauf einbauen. Nachdem der Teig dann das erste Mal gegangen ist, packen wir ihn auf ein Holzbrett und formen schon mal kleine Fladen bzw. Kugeln. Das Ganze muss danach nochmal kurz gehen. Der Teig ist jetzt ein Ticken klebriger. Man sollte irgendwie gucken, dass man nicht dazu verfällt, zu viel Mehl zu benutzen. Aber, naja, muss dann irgendwie auch verarbeitet werden, ne? Gar nicht so einfach manchmal. So sieht das ungefähr aus. Jetzt rolle ich die. Das sind jetzt 6 oder 7 Pita-Brote aus dieser Teigmenge. Man muss ja mal so ein bisschen gucken, wie groß sollen die Dinger werden. Die Pita-Brote bleiben am Ende ja eher etwas heller und etwas flacher. Und da möchte man vielleicht was füllen, vielleicht nicht. Einfach nur so dabei. Je nachdem, eventuell macht es auch Sinn, weniger als 8 zu machen. Seht ihr, sind sogar 8. Und während das so vor sich hingeht, kümmern wir uns doch mal um unsere Lammkeule. Das hier ist eine bildhübsche Lammkeule vom oberpfälzischen Lamm von der Metzgerei Lotta. Besser bekannt als oberpfalzbeef.de. Auch den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Die packen wir jetzt aus. Und dann trimmen wir etwas das Fett. Und während ich hier so vor mich hin trimme, vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. In der Videobeschreibung findet ihr auch die Links zu meiner Facebook-Seite und zu Instagram. Da müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Da ist richtig was los. Die Facebook-Seite hat mittlerweile fast über 80.000 Gefällt-mir-Angaben. Bei Instagram bin ich noch relativ am Anfang, aber das soll natürlich wachsen. Es gibt dort exklusive Inhalte zu sehen, die es hier auf YouTube oder auf Facebook jeweils dann nicht gibt. Und ja, wenn ihr da mit dabei seid, würde ich mich sehr freuen. Schaut's euch doch mal an. Wenn wir dann soweit sind, dass wir unsere Lammkeule fertig geputzt haben, dann können wir uns eigentlich auch schon um die Würzung kümmern. Das hier wird ja eine mediterrane Würzung. Das ist nichts wirklich Spektakuläres. Natürlich ist es spektakulär, aber es ist nicht kompliziert. Wir nehmen ein paar Tropfen Olivenöl, nur so viel, dass die Mischung haftet. Und dann geben wir etwas Terrano-Meersalz oben drüber. Terrano-Meersalz ist, kennt ihr vielleicht, ist eine Mischung aus Salz, getrockneten Oliven, getrockneten Tomaten, Oregano. Wer also jetzt noch kein Terrano-Meersalz besitzt, kann sich natürlich auch einfach in einem Mischungsverhältnis 1 zu 0,25 zu 0,25 so grob auch mit getrockneten Tomaten eine Art Gewürzsalz selber machen. So, das Ganze salzen wir dann von 2 Seiten. Und dann stellen wir das für 2 Stunden in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit ist das Bräuking keck vorbereitet. Indirekte Hitze
zwischen 140 und 160 Grad ungefähr. Also ich fange in der Regel mit 140 Grad an und ende mit 160. Das hier sind die fertigen Pita-Brote, die habe ich in der Zwischenzeit gebacken. Die Backzeit und die Temperatur schreibe ich euch auch in die Videobeschreibung. Handtuch drum, dann bleiben die noch ein bisschen warm. So, nach ca. 1,5 bis 2 Stunden ist es geschafft. 66 Grad Kerntemperatur, 158 Grad. Das ist im Übrigen mein neues Inkbird Thermometer. Für mich der Preis-Leistungs-Sieger in Sachen Thermometer im Moment. Später mehr dazu. So, wie gesagt, Lammkeule ist fertig. Schauen wir sie uns doch einfach mal an. Ein Traum. So, auch beim Lamm gilt, nicht zweimal töten, 66 Grad, für mich bei der Lammkeule, leicht rosa, der perfekte Gargrad, immer noch schön saftig, toller Eigengeschmack, großartig. Für unser selbstgemachtes Pita-Brot schneide ich dann das Lamm, ihr seht das, wie saftig das ist, unglaublich, in kleine Streifen. In der Zwischenzeit habe ich noch einen kleinen griechischen Coleslaw selber gemacht. Das ist einfach Weißkohl, den habe ich auch klein gehäckselt. Und eine Feta-Creme. Die Zutaten für die Feta-Creme, das ist eigentlich im weitesten nur Feta, Knoblauch, Frischkäse und Petersilie, schreibe ich natürlich auch in die Videobeschreibung. Und in dem Coleslaw sind noch drin kleine Pimentos, kleine Peperoni, etwas Olivenöl, Salz, Pfeffer, Zitrone. Jetzt kommen unsere Lammstücke hier oben drauf. Und das sieht bereits sehr appetitlich aus, wie ich finde. Noch ein letzter Schuss Feta-Creme. Und dann klappen wir das Ding zu. Dann zeige ich euch das nochmal ganz kurz. Und dann sind wir auch schon durch. Für alle, die noch kein Abonnent von 0815 Barbecue sind, würde ich mich freuen, wenn ihr jetzt links oben in die Ecke auf das Abo-Zeichen klickt oder auf mein Logo klickt. Dann seid ihr so Abonnent von 0815 Barbecue und werdet immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video gibt. Es lohnt sich, in den nächsten Wochen gibt es viele coole, spektakuläre Sachen hier. Wie gesagt, besucht auch meine Fanpages, insbesondere Instagram und Facebook. Ein Daumen nach oben kann nie schaden und ein Kommentar wird in der Regel auch von mir beantwortet. In dem Sinne, schönes Wochenende, vielen Dank fürs Zuschauen, ich bin raus, euer Markus.